tut mir leid, aber ich kann dir nicht jedes Spielzeug kaufen, das dir gefällt. Sei ein braves kleines Äffchen. Wenn der Mann mit dem gelben Hut es nicht kaufen konnte, musste Coco es eben selbst kaufen. Er musste sich nur eine Arbeit suchen und Geld verdienen. Aber Herr Glas brauchte gerade heute keinen Fensterputzer. Und Appetito brauchte heute keinen Tellerwäscher. Es war einer dieser Tage, an denen keiner ein fleißiges Äffchen brauchte. Die neue Sommerdekoration wird die Kunden bestimmt magisch anziehen, Paps. Die Palme stellen wir links hin, die Wasserbälle hängen wir von der Decke und die Seide aus Hawaii kommt dazwischen. Das gefällt mir sehr. Gute Arbeit, mein Sohn. Ich brauche bestimmt ein paar Stunden, um alles zu besorgen. Dann fangen wir an. Ich könnte zwei Hände mehr gebrauchen, solange du weg bist. Wenn du zwei Hände mehr hättest, würdest du wie Coco aussehen. Wenn ich doch irgendwo einen Angestellten mit vier Händen herkriegen könnte. Einen Angestellten mit vier Händen? Hier war jemand, der ein Äffchen brauchen konnte. Der Ladenbesitzer würde sich über seine Hilfe riesig freuen. Vielleicht konnte Coco sich seinen Spielzeugherd an einem Tag verdienen. Hallo, arbeitest du hier? Wunderbar, ich möchte gern ein paar Bananen. Kannst du mir helfen? Ich brauche besonders reife und süße. Ich möchte eine Bananentorte für meine Mutter backen. Coco wusste genau, wie man die allersüßesten Bananen finden konnte. Diese hier gehörten unter den Ladentisch, nicht obendrauf. Wie wäre es mit den Bananen, die genau hinter dir liegen? Nicht die Bananen vor dir, ich meine die hinter dir. Probier mal die Bananen ganz oben. Danke. Ich bin bisher in noch keinem Geschäft derartig freundlich bedient worden. Manche Kunden gehen nun aber wirklich zu weit, um die Qualität der Früchte zu prüfen. Ach. Ich finde Ihre Aushilfe toll. Ich werde meinen Freunden sagen, sie sollen alle nur noch hier kaufen. Wie nett, ich danke Ihnen. Ja, ich stehe genau vor dem Eisschrank und ich versichere dir, es gibt keine Kiwi am Stiel. Wie wäre es mit Traube am Stiel? Könnten Sie mir freundlicherweise Traube am Stiel aus dem Eisschrank herausholen? Du magst keine Traube am Stiel? Und wie wäre es mit Zitrone? Können Sie mir stattdessen Zitrone am Stiel reichen? Zitrone am Stiel liegt direkt über Traube am Stiel. Zitrone am Stiel magst du auch nicht? Also viele Sorten gibt es nicht mehr. Kirsche am Stiel soll ich dir also mitbringen. Können Sie mir dann bitte Kirsche am Stiel geben? Die liegt direkt über Zitrone am Stiel. Ich danke dir, Süßer. Mama, darf ich ein Karamelleis haben? Nein, Schatz. Eingefrorenes Äffchen? Nein, Schatz. Wir essen nicht jeden Tag Eis, das weißt du doch. Coco beschloss, nach Kunden zu suchen, die seine Hilfe brauchten. Na sowas. Heute sind aber unordentliche Leute in meinem Geschäft.
Eine perfekte Pyramide. Ich finde eigentlich, dass ich auch ohne Aushilfe ganz gut zurechtkomme. Kannst du mir noch einmal helfen? Ich möchte die größte Packung haben, aber keinesfalls alles durcheinander bringen. Nein, die Packung darunter, bitte. Nein, ich meinte die Packung weiter unten. Nein, die Packung eins tiefer. Vielen Dank. Das ist wirklich ein ausgesprochen lustiges Geschäft. Coco war froh, dass im Laden keine Ziegelsteine verkauft wurden. Die Dame da drüben sah aus, als brauchte sie Hilfe von einem Äffchen. Oh, sieht aus, als wäre meine Pyramide doch nicht so perfekt gewesen. Was haben Sie denn da? Das ist der Entwurf für unser neues Schaufenster. Es kommt ein Baum hinein, Bälle und andere hübsche Dinge. Oh, wie schön, ich kann es kaum erwarten. Wir können es aber erst aufbauen, wenn mein Sohn zurück ist. Ich werde den Entwurf mal lieber an einen sicheren Ort packen. Komisch, der lag doch eben noch hier. Der Verkäufer musste gar nicht auf seinen Sohn warten. Coco würde das Schaufenster für ihn aufbauen. Als erstes suchte er einen Baum. Hinter den leeren Kartons fand er auch einen. Und nun bunte Bälle. Und über den Bällen fand er lustige, bunte Schlangen. Das Papier kann doch keine Beine bekommen haben und weggelaufen sein. Wissen Sie was? Ich liebe Ihren Laden. Ich wollte nur noch einmal vorbeikommen und Ihnen frohe Weihnachten wünschen. Hä? Hallo, ich wünsche frohe Weihnachten. Hä? Warum wünschen mir denn alle mitten im Sommer frohe Weihnachten? Wegen Ihres Schaufensters. Das ist wirklich eine tolle Idee. Oh, hallo Coco. Was auch immer Sie dem Äffchen bezahlen, verdoppeln Sie es. Ich habe noch nie eine so geniale Aushilfe erlebt. Ich auch nicht. Hast du mir etwa den ganzen Tag geholfen, die Kunden bedient und das hier alles geschmückt? Hallo Paps. Die Schaufensterdekoration, die du dir ausgedacht hast, haut die Leute echt um. Der Laden ist rappelvoll. Du hast recht. Dann verkünden wir doch den ersten Weihnachtsverkauf in diesem Jahr einfach schon im Juli. Und das war die Idee von unserem heimlichen Angestellten Coco. Können wir jetzt raus hier? Es ist so heiß, ich gehe sonst ein. Ich weiß schon alles. Der Ladenbesitzer hat mir von deiner tollen Arbeit erzählt. Ich bin stolz auf dich, Coco. Wenn du so weitermachst, kannst du dir deinen Spielzeugherd bald kaufen. Aber bis es soweit ist, habe ich hier eine Kleinigkeit für dich, Coco. Die Glasur schmeckt herrlich. Mmh.
Das strengt ganz schön an. Weißt du was? Du spielst noch ein bisschen und ich koche uns einen Kakao. Ich glaube, der Kakao reicht gerade noch für 2 Tassen. Erst im Schnee spielen und dann einen schönen heißen Kakao trinken. Das würde ein perfekter Tag werden. Herrliche, frische, weiße Schnee um ihn herum war viel zu tief für Coco. Er konnte gar nicht spielen. Hallo, Coco! Ich schätze, ein Stadtkind wie du hat noch nie im Leben solche Skier gesehen. Das ist die absolut beste Art, sich durch den Schnee zu bewegen. Ich habe noch ein altes Paar Skier, die kannst du haben. Willst du mitkommen? Das machte Spaß und Coco war so geeignet für das Skifahren, wie ein Affe eben fürs Skifahren geeignet ist. Meinst du schaffst es den Berg hoch? Mit seinen Skiern an den Füßen konnte Coco überall hin, wo Schnee lag. Dachte er zumindest. Du kannst einen steilen Hügel wie den nicht einfach geradeaus hochgehen. Du musst im Zickzack laufen. Hast du gut aufgepasst, Coco? Wenn du die Skier quer setzt, dann kannst du den Berg nicht wieder runterrutschen. Ja, das ist es. Sehr gut, Coco. Genau so musst du es machen. Coco hatte hier oben einen herrlichen Ausblick. Er konnte all die Bauernhöfe und Häuser sehen. Und da war sein Haus. Und da fiel ihm ein, dass er lieber schnell nach Hause gehen sollte, denn sein Freund kochte den letzten Rest Kakao. Und keiner kann 2 Tassen heißen Kakao einfach stehen lassen. Auch nicht der Mann mit dem gelben Hut. Ich frag mich, was das für ein Geräusch ist. Der Sache muss ich kurz nachgehen. Du wartest hier so lange. Das war nicht gut. Nun war er noch weiter weg von zu Hause. Ich hab nicht rausgekriegt, woher dieses Geräusch kam. Ich gehe erst mal nach Hause. Viel Spaß noch. Immerhin ging es jetzt nur noch bergab. Er war sicher, es konnte nur noch Sekunden dauern, bis er zu Hause war. Es musste ihm doch gelingen, an den Ski ranzukommen. Naja, ein Ski war besser als gar keiner. Das war ganz große Klasse. Coco konnte unmöglich ohne Skier durch den tiefen Schnee nach Hause laufen.
glaube, ihm gefallen unsere Schneeschuhe. Er will sie sich ausleihen, um besser zu dem Haus da drüben zu kommen. Vielleicht wohnt er ja da. Ich kann ihm meine leihen. Und wie kommst du nach Hause? Du kannst nicht durch den hohen Schnee laufen. Komm, wir ziehen ihn auf unseren Schlitten nach Hause. Geht nicht. Wir sind spät dran. Mama macht sich schon Sorgen. Aber wir können ihn doch nicht hier alleine zurücklassen. Wie wär's, wenn wir ihn erst mit nach Hause nehmen und dann leihen wir ihm unsere Schneeschuhe aus? Wir wohnen hinter dem Hügel. Kletter an Bord. Ich habe schon wieder dieses seltsame Geräusch gehört. Das sind bestimmt andere Kinder, die irgendwo da drüben Schlitten fahren. Auf die Plätze. Fertig. Los! Warum haben wir dem Äffchen denn die Schneeschuhe nicht schon oben auf den Berg gegeben? Jetzt muss der Arme den ganzen Weg wieder hochlaufen. Hör mal, Schwesterchen, es wäre besser gewesen, du hättest diese Idee schon oben auf dem Berg gehabt. Tut mir wirklich leid, Äffchen. Bis dann. Mach's gut. Coco merkte erst, wie verfroren und müde er war, als er den Hügel ein zweites Mal hochkletterte. Das Einzige, was Coco aufrecht hielt, war die Vorstellung von einem heißen Kakao. Und plötzlich sah er, von wem dieses komische Geräusch kam. Von einem frierenden, verirrten Schwein. Coco war fast auf der Spitze des Hügels und das Schwein war dort drüben. Er war nicht sicher, ob er ihm helfen konnte. Aber wir können ihn doch nicht hier allein zurücklassen. Coco fragte sich, wie sich ein Schwein hierher verlaufen konnte. Und vor allem, wie er es wieder von hier fortbekommen sollte. Er brauchte dringend einen Schlitten. Ich weiß ganz genau, wer da so laut quiekt. Es ist der kleine Gustav. Er ist letzte Nacht ausgebüxt, bevor es anfing zu schneien. Er hat noch nie in seinem Leben so eine weiße Pracht gesehen. Schnee muss ihm ein ziemliches Rätsel sein. Danke, Coco. Ich hab mich schon gefragt, wo du so lange bleibst. Na komm rein. Drin wartet eine Tasse heißer Kakao auf dich. Also dann, bis bald. Ja, genau. Wir sehen uns. Skifahren, Schlitten fahren, ein verirrtes Schwein retten und dann noch Kakao. Für ein Äffchen war das wirklich ein perfekter Tag. Es gab nur zwei Dinge, die Coco dazu bringen konnten, ein Bad zu nehmen. Seifenblasen
und Springy, der genialste Spielzeugfrosch, den die Welt je gesehen hatte und der beste Seifenblasenmacher, den Coco kannte. Ohne ihn war ein Bart einfach kein Bart. Ich frage mich, wozu dieses Teil hier wohl gehört. Oh, Coco! Ich habe dein Boot wiedergefunden. Im Kühlschrank. Weißt du, Coco, wenn du ein bisschen mehr auf deine Spielsachen aufpassen würdest, würdest du auch nicht so viel verlieren. Komm jetzt, wir wollen in den Park. Freust du dich, dass wir dein Boot gefunden haben, Coco? Coco! Sharky wollte auch im Matsch spielen. Coco, lass uns nach Hause gehen und eine Kleinigkeit zum Mittag essen. Vielleicht willst du dich noch ein bisschen sauber machen, bevor wir losgehen. Wenn ihr so weitermacht, kommen wir nie nach Hause. Komm, wir machen dich zu Hause sauber. Es ist soweit, Coco. Das Essen ist fertig. Du musst dich wirklich erst waschen, bevor wir essen. Nimm einfach schnell ein Bad. Ich warte so lange. Es gab nur zwei Dinge, die Coco dazu bringen konnten, ein Bad zu nehmen. Seifenblasen und... Und... Springy, der Frosch. Coco fragte sich, wo der wohl sein könnte. Coco? Coco, warum brauchst du denn so lange? Du kannst dein Zimmer doch später aufräumen, wenn du dich gewaschen hast. Und nach dem Essen, hörst du? Spring rein! Ah, verstehe. Du willst wohl zu Wasser gelassen werden wie ein neues Schiff? Na schön, los geht's. Allzeit gute Fahrt! Das kitzelt, Coco. Ich weiß, du hast heute schon gebadet, aber es hilft nichts. Du musst doch mal in die Wanne. Hey, schau mal, all die hübschen Blasen. Siehst du? Aber Coco konnte unmöglich ohne Springy baden. Er musste doch hier irgendwo sein. Coco? Auf keinen Fall wollte Coco zugeben, dass er sein Spielzeug verlegt hatte. Er würde Springy schon finden. Coco! 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 Willst du nicht in die Wanne gehen? Möchtest du lieber heute Abend baden? Du weißt nicht so recht. Vielleicht morgen oder irgendwann? Ich kann nicht erlauben, dass ein schmutziges Äffchen in meiner Wohnung rumspringt.
Also gut, hör zu. Ich will gar nicht, dass du dich wäschst. Wie wär's, wenn wir stattdessen deinen LKW waschen? Hast du was dagegen, wenn ich nebenbei auch mein Auto ein wenig putze? Coco liebte es, überall Seifenblasen zu machen. Dazu brauchte er keine Badewanne. Ein Eimer Wasser und ein bisschen Seife genügten. Sie waren so schön leicht und glitzerten und waren voller Luft. Aber Seifenblasen erinnerten ihn an Springy. Na bitte, rundum sauber. Toll, wir sind fertig. Hallo Jungs. Oh, du siehst aber gut aus, Coco. Naja, zumindest deine rechte Hälfte, würde ich sagen. Ich nehme an, da muss jemand ein halbes Bad nehmen. Das sehe ich auch so. Aber Coco mag auf einmal nicht mehr baden und ich habe keine Ahnung, warum. Vielleicht findet Coco, dass er fürs Baden zu groß geworden ist. Natürlich, das wird es sein. Mein kleines Äffchen wird langsam erwachsen. Dann weiß ich jetzt genau, was ich zu tun habe. Komm, Coco, wir gehen rein. Oh, danke, Frau Professor Weisheit. Sie sind ein Genie. Nun ja, wenn Sie meinen. Ich verstehe jetzt, warum du nicht mehr in die Badewanne willst, Coco. Und du hast recht, darum werden wir ab jetzt etwas anderes machen. Du wirst duschen. Stell mal das Wasser an, Coco, und sieh, was passiert. Oh. Oh. Coco! Coco! Okay, Coco, das Äffchen möchte nicht baden und es möchte auch nicht duschen. Ich werde einen Spaziergang machen und möglichst nicht über irgendwelche Probleme nachdenken. Aber manchmal ist es schwerer, als man denkt, nicht über irgendwelche Probleme nachzudenken. Seifenblasen. Vielleicht war Springy irgendwo in der Nähe. Hallo Betsy, hallo Steve. Hallo. Betsy machte sehr hübsche Seifenblasen, aber sie war kein Spielzeugfrosch. Wir waschen Hunde, um ein bisschen Geld zu verdienen. Willst du uns helfen, Coco? Ja, Coco, warum hilfst du ihnen nicht? Hier hast du Wasser und Seife und Seifenblasen. Alles. Toll! Coco, du machst Seifenblasen und lockst alle schmutzigen Hunde an. Schade, der dreieckige Seifenblasenspender war wohl kaputt. Aber viereckige Seifenblasen waren sicher auch schön. Die haben mich auch verwirrt, als ich sie zum ersten Mal benutzt habe. Ganz gleich, welche Form der Seifenblasenspender hat. Es kommen immer Runde heraus. Aber durch all diese Seifenblasenspiele vermisste Coco Springy nur noch mehr. Chucky, du bestehst ja mehr aus Matsch als aus Hund. Hey Coco, kannst du mir mal helfen? Würdest du Chuckys Ball waschen? Ich fänd's ja gut, wenn du auch etwas von dem Waschwasser abkriegen würdest. Natürlich! Der Park! Der Matsch! Chucky! Oh nein, nein, du wirst ja noch dreckiger!
Coco, nicht so schnell! Okay, wir sehen uns zu Hause. Du hast gewonnen. Warum sind wir überhaupt so gerannt? Coco, du sitzt in der Badewanne? Okay, das freut mich, nur frage ich mich, was vorhin das Problem war. Ein Bad ist erst ein richtiges Bad mit Seifenblasen und Sprengi. Herrliche, frische, weiße Schnee um ihn herum war viel zu tief für Coco. Er konnte gar nicht spielen. Hallo, Coco! Ich schätze, ein Stadtkind wie du hat noch nie im Leben solche Skier gesehen. Das ist die absolut beste Art, sich durch den Schnee zu bewegen. Ich habe noch ein altes Paar Skier, die kannst du haben. Willst du mitkommen? Das machte Spaß und Coco war so geeignet für das Skifahren, wie ein Affe eben fürs Skifahren geeignet ist. Meinst du schaffst es den Berg hoch? Ja. Mit seinen Skiern an den Füßen konnte Coco überall hin, wo Schnee lag. Dachte er zumindest. Du kannst einen steilen Hügel wie den nicht einfach geradeaus hochgehen. Du musst im Zickzack laufen. Hast du gut aufgepasst, Coco? Wenn du die Skier quer setzt, dann kannst du den Berg nicht wieder runterrutschen. Ja, das ist es. Coco, genau so musst du es machen. Coco hatte hier oben einen herrlichen Ausblick. Er konnte all die Bauernhöfe und Häuser sehen. Und da war sein Haus. Und da fiel ihm ein, dass er lieber schnell nach Hause gehen sollte, denn sein Freund kochte den letzten Rest Kakao. Und keiner kann zwei Tassen heißen Kakao einfach stehen lassen. Auch nicht der Mann mit dem gelben Hut. Ich frag mich, was das für ein Geräusch ist. Der Sache muss ich kurz nachgehen. Du wartest hier so lange. Das war nicht gut. Nun war er noch weiter weg von zu Hause. Ich hab nicht rausgekriegt, woher dieses Geräusch kam. Ich gehe erst mal nach Hause. Viel Spaß noch. Immerhin ging es jetzt nur noch bergab. Er war sicher, es konnte nur noch Sekunden dauern, bis er zu Hause war. Es musste ihm doch gelingen, an den Ski ranzukommen. Naja, ein Ski war besser als gar keiner. Das war ganz große Klasse. Hm.
Coco konnte unmöglich ohne Skier durch den tiefen Schnee nach Hause laufen. Ich glaube, ihm gefallen unsere Schneeschuhe. Er will sie sich ausleihen, um besser zu dem Haus da drüben zu kommen. Vielleicht wohnt er ja da. Ich kann ihm meine leihen. Und wie kommst du nach Hause? Du kannst nicht durch den hohen Schnee laufen. Komm, wir ziehen ihn auf unseren Schlitten nach Hause. Geht nicht. Wir sind spät dran. Mama macht sich schon Sorgen. Aber wir können ihn doch nicht hier alleine zurücklassen. Wie wär's, wenn wir ihn erst mit nach Hause nehmen und dann leihen wir ihm unsere Schneeschuhe aus? Wir wohnen hinter dem Hügel. Kletter an Bord. Ich habe schon wieder dieses seltsame Geräusch gehört. Das sind bestimmt andere Kinder, die irgendwo da drüben Schlitten fahren. Auf die Plätze. Fertig. Los! Warum haben wir dem Äffchen denn die Schneeschuhe nicht schon oben auf den Berg gegeben? Jetzt muss der Arme den ganzen Weg wieder hochlaufen. Hör mal, Schwesterchen, es wäre besser gewesen, du hättest diese Idee schon oben auf dem Berg gehabt. Tut mir wirklich leid, Äffchen. Bis dann. Mach's gut. Coco merkte erst, wie verfroren und müde er war, als er den Hügel ein zweites Mal hochkletterte. Das Einzige, was Coco aufrecht hielt, war die Vorstellung von einem heißen Kakao. Und plötzlich sah er, von wem dieses komische Geräusch kam. Von einem frierenden, verirrten Schwein. Coco war fast auf der Spitze des Hügels und das Schwein war dort drüben. Er war nicht sicher, ob er ihm helfen konnte. Aber wir können ihn doch nicht hier allein zurücklassen. Coco fragte sich, wie sich ein Schwein hierher verlaufen konnte. Und vor allem, wie er es wieder von hier fortbekommen sollte. Er brauchte dringend einen Schlitten. Ich weiß ganz genau, wer da so laut quiekt. Es ist der kleine Gustav. Erst letzte Nacht ausgebüxt, bevor es anfing zu schneien. Er hat noch nie in seinem Leben so eine weiße Pracht gesehen. Schnee muss ihm ein ziemliches Rätsel sein. Danke, Coco. Ich hab mich schon gefragt, wo du so lange bleibst. Na komm rein, drin wartet eine Tasse heißer Kakao auf dich. Also dann, bis bald. Ja, genau, wir sehen uns. Skifahren, Schlitten fahren, ein verirrtes Schwein retten und dann noch Kakao. Für ein Äffchen war das wirklich ein perfekter Tag.
Bin bald zurück und denk dran, nicht den neuen Nachbarn nerven, der bestimmt kein Elefant ist. Der neue Nachbar war natürlich kein Elefant. Er hatte einen Elefanten. Coco fühlte sich sehr missverstanden. Oh, der Elefant war wohl auch gerade aus dem Haus gegangen. Also dieses Ding passte niemals in die Wohnung hinein. Kam das Kettensägengeräusch vielleicht aus dem Kaufhaus? So viele Dinge machten ähnliche Geräusche. Wie sollte Coco da herausfinden, was er in der Wohnung oben gehört hatte? Um ganz sicher zu gehen, musste Coco direkt an der Quelle forschen. Das hörte sich ein bisschen nach seinem Nachbarn an, aber nicht wirklich. Der Mann mit dem gelben Hut hatte recht. Coco hatte keinen Elefanten gehört. Aber was hatte er dann gehört? Das war das Geräusch. Der neue Mieter über uns hat also eine Galapagos-Schildkröte, die Geschenke verpackt und mit einem Entsafter frischen Saft presst. Coco, auch das glaube ich auf gar keinen Fall. Es ist unmöglich, dass... Ja? Hallo, wir wohnen unter Ihnen und wollten uns endlich mal... Oh, wie nett, Sie kennenzulernen. Coco! Was tut er denn da? Ich schätze, er sucht nach Ihrem, Elefanten. Meinem was? Oh, wir haben ein paar laute Geräusche gehört. Ein paar sehr laute Geräusche. Sehr laute Geräusche. Oh, das tut mir wirklich leid, aber manchmal reißt es mich so mit, wenn ich mich meiner Kunst widme. Verstehen Sie? Kunst? Ich bin Künstler. Ich male Wandbilder. Hier drin mische ich meine Farben. Und dann nehme ich diesen selbstgemachten Gummistempel. Bitte, hier seht ihr eins meiner fertigen Werke. Das ist sehr schön. Tja, also manchmal hört es sich fast so an wie ein Sack Steine, der zu Boden fällt. Benutzen Sie auch Steine bei Ihrer Arbeit? Nein, nein, aber mir ist, eine Tasche mit Einkäufen vom Tisch gefallen. Was um alles in der Welt ist denn das? Malt da etwa ein Elefant mit Fingerfarben? Meinst du nicht? Armer Coco. Hoffentlich hat er nicht zu viel Angst, so allein da oben ohne Kontakt zu uns.
Koko hatte noch nie erlebt, dass ein Kreisel sich so lange drehte. Der Weltraum war ein toller Ort zum Spielen. Aber er fragte sich, ob die Spielsachen nicht noch mehr Spaß machen würden, wenn er jemanden zum Spielen hätte. Jetzt kommt er gleich wieder in Funkreichweite. Was ist denn da passiert? Wo ist Koko? Koko, du musst sofort das Forschungsmaterial wieder einsammeln. Schnell, es bleibt nicht viel Zeit. Es muss pünktlich zur Raumstation geschickt werden. Wenigstens hat er die Ameisen nicht freigelassen. Wenn die Ameisen den Vorratsraum erreichen, werden sie den Astronauten alles vergessen. In genau 28 Sekunden ist es soweit, die Ladung abzuschießen. Du hast noch 20 Sekunden, dann musst du die Knöpfe drücken, Koko. Aber Koko schaffte es nicht pünktlich. Jetzt bleibt ihm noch genau eine Erdumrundung. Koko, du hast nur noch eine Chance. Danach müssen wir dich wieder zurückholen, ob du es geschafft hast oder nicht. Wir haben wirklich großen Hunger. Unglaublich aber wahr, die vielen Male, die Koko sein Zimmer aufgeräumt hatte, hatten ihn perfekt auf sein Weltraumabenteuer vorbereitet. Es sieht aus, als wäre es soweit. Koko, bist du bereit für den Abschuss? Ausgezeichnet. Ich sage dir wann. Vielleicht hätten wir keinen Affen schicken sollen. Psst. Jetzt, Koko, jetzt! Hat es geschafft! Das hast du toll gemacht, Koko! Vielen Dank, Koko! Du bist jetzt in Position für den Rückflug. Zieh am Hebel, um den Antrieb zu starten. Koko, du musst den Hebel jetzt umlegen, sonst bist du nicht mehr in der richtigen Position. Was passiert, wenn er den Hebel zu spät zieht? Dann könnte er überall landen, auf einem Berggipfel am Nordpol. Koko, zieh sofort an dem Hebel! Koko war jetzt ein Held. Er hatte bewiesen, dass man auch als kleines Äffchen große Aufgaben bewältigen kann und die Kleinen nicht vergisst. Koko öffnete eine Menge Türen, aber keine führte ihn nach draußen. Er hatte vollkommen vergessen, dass er die Tür offen gelassen hatte. Oh, es wäre sicher besser, wenn er die Pinguine wieder zurückbrächte. Aber dann fand er sie nicht mehr. Vielleicht hatte er mehr als eine Tür offen gelassen. Und noch schlimmer,
Er war wieder da, wo er angefangen hatte. Koko dachte, in allen Zoos sollten die Tiere frei herumlaufen. Bis er befürchtete, dass der ganze Lärm das Baby aufwecken könnte. Na, wenigstens waren die Erdmännchen jetzt wieder zu Hause. Es war nicht leicht, aber schließlich brachte er alle Tiere in die Käfige zurück. Aber irgendetwas stimmte nicht. Die Tiere sahen nicht zufrieden aus. Vielleicht lebten Erdmännchen nicht in der Kälte. Wo hatte er sie zuerst gesehen? Die Karte hatte nicht nur geholfen, die Pandas zu finden, sie half auch, all die anderen Tiere wieder richtig unterzubringen. Ah, hier sind Bilder von der Panda-Kamera. Aber wo bleibt er eigentlich? Der Zoo müsste längst geschlossen haben. Koko! Alle Tiere waren überglücklich, zurück in ihrem eigenen Gehege zu sein. Indem Koko mit der Karte herausgefunden hatte, wer neben wem wohnte, hatte er sie alle nach Hause gebracht. Alle, nur sich selber nicht. Die Karte war wirklich das Tollste, das Koko jemals gesehen hatte, abgesehen von dem Panda-Baby. Koko? Bist du noch da drin? Koko wollte nicht, dass der Mann mit dem gelben Hut das Baby aufweckte. Alle Mühe wäre umsonst gewesen. Na komm schon raus, der Zoo ist längst geschlossen. Hat dir der Baby-Panda gefallen? Der Orang-Utan liebte sein Zuhause. Trotzdem dachte er, dieses Äffchen dort ist das glücklichste Äffchen der Welt. Koko, du musst den... Ja! Genau das wollte ich dir sagen. Nun, dann wollen wir mal. Hey, es funktioniert. Es dreht sich nicht so wie die anderen mit. Ha,
Ich schätze, wir brauchen ein Rad, das genauso groß ist wie die anderen Räder. Sonst wird aus der Sache nichts. Nein. 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 Weißt du was? Ich denke, das Wagenrad von diesem Hügel runterkullern zu lassen, war nicht die genialste Idee aller Zeiten. Wir werden niemals ein Rad finden, das genauso groß ist wie die anderen drei. Außer wir verkleinern sie alle auf diese Größe. Ach, ich rufe am besten Tante Margret an. Was sonst? Was meinst du? Das haben wir doch schon probiert. Siehst du, es sind nur noch drei übrig. Coco, das ist es. Fertig. Nun haben alle vier dieselbe Größe. Coco, du hast den Tag gerettet. Danke. Hallo, ihr beiden. Hey, Coco, hast du Steve geholfen, meinen Wagen abzuholen? Pass auf, ich kann dir alles genau erklären. Es war so, ich hatte diese verrückte Idee. Ich dachte, wenn das... Warte mal. Wir haben deinen Wagen noch nicht abgeholt. Wir haben ihn nur mitgenommen, um das Paket abzuholen. Soll ich euch verraten, was in dem Paket ist? Seht mal. Tante Margret hat mir einen neuen Wagen geschenkt, weil an meinem alten das Rad immer abgefallen ist. Oh. Was ist denn los? Sieht klasse aus. Coco, ich finde es lieb von dir, dass du Steve geholfen hast. Weißt du was? Ich schenke dir dafür meinen alten Wagen. Zu dumm, dass wir das vierte Rad nicht wiedergefunden haben. Diese Kinderwagenräder werden wohl nicht lange halten. Möchte vielleicht einer von euch ein Eis? Klar. Ich frage mich, was mit diesem anderen Rad passiert ist. Naja, manche Dinge bleiben wohl einfach ein Rätsel. Ein sonniger Tag mit Gartenarbeit ist etwas ganz Besonderes für ein neugieriges Äffchen. Jetzt ist die Erde etwas weicher, also leg los, Coco. Mach die Löcher schön tief, wir wollen doch nicht, dass die Wurzeln austrocknen. Coco war ein echter Profi im Erdebuddeln. Aber diesmal entdeckte er etwas, das er noch nie gesehen hatte. Diese Erde schien bewohnt zu sein. Wo willst du denn mit den Würmern hin, wenn ich fragen darf? Coco, möchtest du vielleicht etwas machen, was wir auch machen, ohne dass du dafür üben musst? Würdest du für uns diese Flugblätter verteilen? Damit habe ich auch einmal angefangen. Also, dann mach's gut. Katzen. Coco war stolz, ein Anfänger-Zucchini zu sein. Er verteilte jedes einzelne Flugblatt. Und an diesem Abend kam jeder, den er kannte, zur Vorstellung. Wirklich jeder. Nocki wollte einfach nur zusehen. Sie suchte sich ein ruhiges Plätzchen, wo sie bestimmt niemanden stören konnte. Meine Damen und Herren,
Für unsere erste unglaubliche Nummer brauchen wir einen Freiwilligen. Wie wäre es mit dir, Appetito? Oh, ja, ja, mich hat sie ausgesucht. Ich komme! Alles klar? Du musst nur ruhig sitzen. Alles andere machen wir schon. Ich fasse es nicht. Ein langjähriger Traum wird wahr. Noki lief immer zu Appetito, wenn sie ihn sah. Also warum nicht auch dieses Mal? Wer ist das denn? Oh, das ist meine Gnocchi. Leo, du darfst jetzt bitte nicht niesen. Ich kann nicht... Sieh mal, Noki darf bei der Nummer mitmachen. Coco wusste, was das zu bedeuten hatte. Leo, geh einfach langsam zurück. Ich kann nicht einfach zurückgehen. Noki war sich nicht sicher, zu wem sie lieber wollte. Also machte sie es sich bequem und dachte darüber nach. Ich kann es nicht mehr länger aushalten. Goccolino, du musst uns allen zuliebe auf das Seil kommen und Gnocchi wegbringen, okay? Auf das Seil? Ist das nicht dieser Affe, wegen dem wir schon runtergefallen sind? Gnocchi, geh mit Goccolino. Das war jetzt genauso wie mit dem Mob, also musste er Noki mehr zu sich heranziehen. Jetzt weiß ich, wo Coco heute den ganzen Tag war. Er hat für diese Seilnummer geübt. Wir haben es geschafft! Nach einer kurzen Niespause konnte die Show weitergehen. Und sie wurde ein riesiger Erfolg. Und als sie vorbei war... Wegen ihrer großartigen Leistung im Balance halten, haben wir beschlossen, dass sich Coco und Chefkoch Appetito offiziell die Zucchinis nennen dürfen. Ihr dürft nun jederzeit mit uns proben. Das ist wirklich alles passiert. Ich bin froh, dass ich das nicht wusste. Ich hätte mir schreckliche Sorgen gemacht. Es gibt keinen einzigen Grund zur Sorge. Coco ist zweifellos ein Naturtalent. Aber er sollte wohl besser beim Seiltanzen bleiben.